Hallo und willkommen zurück zu Deponia 3 und ich habe wieder den Ton ausgeschaltet. Wieso drücke ich immer M? Ich weiß es nicht. Vermutlich ist das so ein... Was habe ich zuletzt gespielt? Xulima. Vielleicht habe ich immer da M für die Karte gedrückt und I dann fürs Inventar als nächstes, um zu gucken, wie dann der aktuelle Stand war. Hier war auf jeden Fall als letztes, ja, hatte ich alles Mögliche gemacht. Vor allen Dingen habe ich aber Cletus Klamotten bekommen und ich war jetzt an der Stelle, wo ich quasi keine Ahnung mehr hatte, was man machen soll, weil die Optionen, die man hier noch zum Benutzen hat, extrem gering sind. Wir haben noch diese Kaffeemaschine und die Mutter, können die Sachen aber nicht miteinander verwenden. Hier können wir nicht weiter. Ich kann jetzt hiermit noch... Ich bleibe lieber, solange diese... Ich bleibe lieb. Ich bleibe lieb. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas tun kann. Ich bleibe lieb. Ich bleibe lieb. Ich bleibe lieb. Ich probiere jetzt einfach alles mit allem aus. Solange. Ich bleibe. Ich bleibe. Ich bleibe lieb. Zahncreme. Ich bleibe lieb. Ich bleibe. Solange die. Ich bleibe. Ich bleibe. Und den Schlüssel. Ich bleibe. Solange diese. Ich bleibe. Ich bleibe. So, hier hatten wir alles mit allem ausprobiert. Bei dem Bildschirm hatte ich vorher schon alles mit allem ausprobiert. Dann haben wir oben noch. Da gab's nichts mehr. Hier unten konnte man auch nicht mehr rein. Dann hatten wir noch die Spülung. Da habe ich, glaube ich, auch schon alles versucht wegzuwerfen. Bleiben noch die Zimmer. Hier konnte man nichts machen. Bla bla bla. Ne, ist nichts zu benutzen da. Dann Zimmertür. Zahncreme. Hallo, ist da draußen jemand? Da die Küche. Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Hallo, ist da draußen jemand? Da. Hallo, ist... Hallo, ist da drin? Da geht's anscheinend auch nichts. Hallo, ist da drin? Hallo, ist da drin? Die Küche. Das passt denn nicht ein. Okay, da geht's auch. Gibt's auch nichts. Dann haben wir den Pastetenautomat. Also, da war ich gerade drin. Blablabla. Raus. Dann haben wir hier das mit dem den Schrank. Hatte ich auch schon alles aus. Und mit dem Schrank selber habe ich noch nicht alles ausprobiert, machen wir jetzt gerade. Aber da kann eigentlich nichts sein. Nicht abgeschlossen. Das ist ja hier ein Dorado für Langfinger und ähnliches Gesinde. Gut, dass ich zuerst da war. Solange ich noch Platz im Mantel habe, lasse ich meine Sachen lieber am Mann. Mhm. Solange ich... Mhm. Solange... Mhm. Solange... Okay, da ist auch nichts. Dunkle Zimmer. Da haben wir nur dieses Loch. Das einzige Loch, das ich damit... Ich will das Rinnen. Das war schon... durch. Um damit... Das Letzte, was ich... Okay. Hier haben wir genau nichts. Kommen wir wieder raus. Dann haben wir nur noch... Hier das. Hallo? Zimmer 5. Zimmer 5. Echt jetzt? Ja, wie kann... Ich würde gerne... Was verschiebt Sie? Sie können das ab... Ich... Gute Wahl. Kann ich... Das war das. Hallo? Zimmer... Ich würde... Ich... Na gut, das ist sein Zimmer. Da schon. Na gut, wer bin ich? Denken Sie, Glitte. 12. Okay. Hallo? Zimmer. Wann ist mich? 12. Das haben wir auch. Da gab's nicht mehr. Goal. Da hatte ich, glaube ich. Naja, habe ich noch nicht alles benutzt. Diesen Techno-Mum, mein Ei. Aber da wird wahrscheinlich auch nichts mehr rumkommen. Nee, ich mach das mal anders. Nichts da, Rufus. Ich. Und ich. Ich sagte. Ist ja schon gut. Hey, doch, du rätst nicht hier. Ich bin auch Menno. Immer bitte.
Nix. Ist euch denn gar nicht aufgefallen, dass ihr mich versehentlich ausgesperrt hattet? Hatten wir das? Wie dumm von uns. Diesen Techno, mein Ei. Da kann ich das auch noch benutzen. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und meine herausragenden Social Skills im Umgang mit Fachpersonal. Hm. Nichts da. Ich und bla, bla, bla. Ich sag ist ja schon gut. Hey, da, du red nicht. Ich auch immer bitte. Er ist viel zu. Okay, da ist auch nichts. Ich erzähle Oso und erst. Hey, da, du red nicht. Ich auch immer bitte. Nichts da. Ich und ich sag ist ja schon. Diesen Tee, mein Ei, diesen Tee, mein. Hierfür und mal. Hierfür und. Mal auch nichts mehr. Hierfür und. Diesen Tee, mein. Diesen Tee, mein. Nichts. Ich und ich sag ist ja schon. Hey, da, du nicht, ich bin auch immer. Und dann der. Er hat sich schon. Er hat sich schon. Und ich. Es ist nicht meine Tasche. Bist du dir da sicher? Natürlich. Man sieht doch den Unterschied. Klar sieht man den. Besonders wenn man so gute Augen hat wie ich. Hey, da, du red nicht, ich bin auch wenn du immer. Bin. Nichts da. Ich und ich. Ich sag ja schon. Okay. Diesen Tee, mein. Hier und. Dann hätten wir hier auch alles ausprobiert. Ich kann das noch ausprobieren. Zahnpasta auf den Halt-Team. Aber ich sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Bombenidee aus. Halt-Team im Inventar. Aber auf den ersten Blick halt. Aber ich wusste Zahnpasta. Darauf sind wollen wir doch. Darauf sind wollen wir doch. Also dieses ist komplett leer. Also dieses ist komplett. Ich behalte, da ist eh viel mehr Platz. Da geht also auch nichts. Haben wir noch den Pastetenautomaten? So ein Ärger, dieser Automat. So ein dieser. So ein Ärger, dieser. So ein dieser. So ein dieser. Da hätten wir also auch nichts mehr. Rufus, 1. Entropie 0. Zu spät. Bin ja auch selbst schuld. Der Pelikan hat alles leer. Bin ja auch selbst. Okay, da hätten wir jetzt eigentlich auch noch die beiden Sachen. Da könnte ich auch mal alles. Okay, ich trage selten. Alles mit verwenden. Ach, sicher aber ich hab ihn. Ja, aber ab. Okay, ich trage selten. Okay, ich trage selten. Wollen wir tauschen? Ja, aber das. Okay, ich trage selten. Ach, die kann man auch wieder einsammeln. Schnabeltiere, okay. Ja, aber das. Okay, ich trage selten so gelangt. Ja, aber das. Okay, ich trage selten so gelangt. Ja, da war also auch nichts. So langsam habe ich dann auch keine Option mehr. Da war auch noch ein Ei. Nicht nur langsam, ich habe jetzt schon eigentlich schon keine Option mehr, aber irgendwo muss es ja weitergehen. Okay, ich trage selten. Gucken, ob das jetzt irgendwas bewirkt hat. Wie ankommt der Huga, Huga, Huga. Okay, ich trage selten. Da ist mein nichts. Dank. Vielleicht
Vielleicht, dass ich noch irgendwo was benutzen muss? Der braucht schon Werk. Ganz schön. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Ich trinke meinen, aber hier... Das hier fehlt. Oder wenigstens ein paar... Liedestag. Also irgendwie bin ich mir schon so ein bisschen total sicher. Nix. Für eine Maschine, dabei habe ich noch... Liedestag. Also irgendwie... Mir gefällt seine Arbeit. Sie ist... Kommen wir natürlich ich nicht bleibe hin. Lieb. Ich bleibe lieb. Jetzt habe ich da auch nochmal alles benutzt. Hier kann man ja nichts machen, solange der Bot da ist. Der kann sich jetzt zwar bewegen, aber da ist halt nichts. Nein, danke. Da bring mich. Hallo, ist da drin? Ich denke, dass ich alles mit allem verwendet habe. Gab's eigentlich mit den... Ich glaube, es war Extras. Schnabeltierfiebel. Aha. Sehr hilfreich, dass wir das hier haben. Rezeption... zu den Zimmern. Wir haben so wenige Optionen. Okay, ich trage selten so gelaufen. Da muss ja irgendwas von... Okay, ich trage selten so gelaufen. Okay, ich trage selten so gelaufen. Okay, ich trage selten... Okay, ich trage selten... Aha. Da muss man auch mal drauf kommen, dass man diese Option da hat. Ah, wobei, das hatte der, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Naja, wurscht. Damit können wir jetzt auf jeden Fall den hier wegschicken. Was glotzen Sie denn so, Oppenbot? Mit Verlaub, Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum sie so unglaublich verbraucht aussehen. Klingeling! Oh, der Inspektor! Bevor Sie etwas sagen, ich kann die Sache mit dem Müllsack unter Ihrem Bett erklären. Es sind keine echten Menschenknochen, sondern... Das ist mir wurscht! Ich bin hier, weil ich meine Tasche brauche. Kein Problem. Ihre Tasche steht hier. Nicht die Tasche. Ich brauche die Tasche, die in meinem Zimmer steht. Und warum kommen Sie dann hier zur Rezeption? Diese...
Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ich mich selbst unter einem Vorwand aus dem Zimmer locken muss, um an meine eigene Tasche zu gelangen? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann überspringen wir das Warum und kommen gleich zum Wie. Wie kann ich mich selber aus dem Zimmer locken? Nun, der erste Schritt sollte sein, dass Sie auf Ihrem Zimmer sind, oder? Würde ich auch sagen. Ja, na gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer, was? Das sollten Sie unbedingt tun. Und vielleicht legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Ich muss mich entschuldigen. Dem Inspektor scheint es heute nicht besonders gut zu gehen. Ach, das liegt wahrscheinlich nur an den giftigen Dämpfen. Kleiner Tipp, kaufen Sie niemals Wandfarbe im Hinterhof einer Chemieabfallentsorgungsanlage. Ich werde es mir merken. Was glotzen Sie denn so, Oppenbott? Mit Verlaub... Das nennt man ein Konzept, was auch der... Ja, haben Sie es... Leider nicht. Vielleicht nicht. Ja, na gut. Das sollten Sie... Und vielleicht... Naja, ändert ja jetzt aber nichts. Was ist ja vielleicht andere Optionen haben. Aha. Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Jetzt können wir dieses Ding mitnehmen. Ist natürlich auch etwas abwegig, dass man das so triggern muss. Aber gut. Was ist die Flur? 4. Die Kunst besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Oha, da brat mir doch einer einen Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Kletis, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Na, das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert. Okay. Dann können wir jetzt zu den Zimmern und da rein. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Das war falsch. Hallo. Der wird aber wohl nicht passen. Ist ja verrückt. Kein einziges meiner Besitztümer verfügt über eine Mutter. Ich bin ein wandelndes Waisenhaus. Sehr gut. Dann... Der hoffentlich hat Kletis seinen Schlüssel. Hatte er doch. Ei, der Dotter. Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja. Dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Danke. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Bin schon da. So. Der passt auch nicht. Was zum... Och, nö. Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. 9. Und schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Weit davon entfernt. Aber vorerst komme ich zurecht. Alles andere hätte mich auch gewundert.
Wofür ist denn der Schlüssel mit der 9? Was zum... Och nö. Der Fuzzi an der Rezept... Ihn beim Essen zu überwältigen wäre unsportlich. Glück gehabt, Kletis. Passen Sie auch gut auf, Oppenbot? Ich versuche es. Strengen Sie sich mehr an. Ich will morgen früh einen kompletten Bericht. Halten Sie mal still. Was tun Sie da? ich meine... Sehr erheiternd, Herr Inspektor. Was glotzen Sie denn so, Oppenbot? Mit... Das nennt mein Konzept, das euch was auch der... Also den Schlüssel will er erstmal nicht hergeben. Mein Dank, er bringt mich. Aber die Frage ist, wofür ist der Schlüssel? Zahnpasta gehört. Keine Zeit. Jetzt zählt jede Sekunde. Okay. Womit könnten wir denn... Auf den ersten Blick sieht das nach einer Bombenidee aus. Halti im Inventar. Aber... Auf den... Halti... Aber... Auf den... Aber... Auf den... Aber... Womit sollten wir das denn kombinieren können? Wenn wir... einfach nur mal keine Tür haben, die wir... wo wir nicht reinkamen. Außer die hier. Jetzt kann ich den auch nicht irgendwie verändern. Nicht abgeschlossen. Das ist ja gut, dass ich zu... So ein Ärger, dieser Automat... Vielleicht drehen wir die Uhr noch mal weiter. Ihn beim Essen zu überwältigen. Glück gehabt. Hallo! Hier kann man genau... Ah, hier damit kann man noch agieren, interagieren. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Das ist unmöglich. Der Inspektor sitzt nebenan im Restaurant. Ach ja, Ja, ich höre ihn gerade über den Lapskaus nörgeln. Aber ist er noch nicht einmal bis zur dritten Schicht gekommen? Die böse Überraschung steht ihm also noch bevor. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich Zimmer 5. Echt jetzt? Ja, wie kann ich... Ich würde... Haben Sie schon... Was soll die... Das steht doch so... Sie haben sie können... Und aus ab... Ich... Gute Wahl. Kann ich... Okay, hier haben wir auch nichts. Okay, ich trage selten. Hat sich erledigt. Ich hab ihn. Ja, wofür soll dieser Schlüssel mit der 9 sein? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Hier haben wir nichts mehr. Hier gibt es einfach kein Zimmer, was man noch aufschließen müsste. Abgeschlossen, paranoider Fatzke. Mir fallen tausend Wege ein, dieses Schloss zu knacken. Aber der Konstrukteur scheint sie alle bedacht zu haben. Offenbar haben sich meine Fähigkeiten bereits herumgesprochen. Mir fallen aber der offen.
Hallo. Hier geht's hier. Auf einmal wieder. Seht ihr? Okay. Ich bin's. Rufus. Wer nicht will, der hat schon. Okay. Wohl doch nichts geändert. Was also machen wir mit dem Schlüssel? So ein dieser... Das macht überhaupt keinen Sinn. Um damit das Loch zu... Da kann man nichts benutzen. Da genauso wenig. Docs Zimmer war auch nichts zu benutzen, außer das Telefon. Runter geht's nichts. Raus, Pastetenautomat. Mein Dank, da bringen mich die 10 Pferde der 10 ab. Den können wir vielleicht noch runterspülen. Okay, ich hab's ja verstanden. Nee. Schon ist alles zu... Nichts ist zu meiner Zufriedenheit. Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Jetzt geht's. Wieso das denn? Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei, aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Vielleicht indem er das Ding wieder... Oder Kaffee? Für die aktuelle Phase meines Bund praktisch Zeit für die nächste. Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Nanu, da sind Sie ja schon wieder. Gibt es etwa noch weitere Probleme? Und ob es die gibt? Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Oh, das kann eigentlich nicht sein. Darf ich mal sehen? Natürlich. Ah! Da brat mir doch einer einen Strolch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut.
Ich gehe nicht ohne dich. Vielleicht ist... Wenn man jetzt wüsste, was bei der 1 für ein Schlüssel... Jetzt hat die 1 diesen Schlüssel, aber keine Ahnung, was das für einer ist. Und bekomme ein Auge, sobald sie wird. Ich will diesmal kein... Plus Zeitverschiebung, minus Schaltjahr, 12 oben, 6 unten. Perfekt, die Uhr geht wieder richtig. Und hier ist auch schon Ihr Schlüssel. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Ja, so sieht er aus. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbot ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbot? Tja, warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge da. Nanu? Wo ist der denn hin? Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Echt jetzt? Okay. Da rein. König der Einbrecher, König der Zweibrecher, König der, was kommt dann, der ganzen anderen Brecher. Rufus! Okay, Renner. Die Tasche, endlich. Jetzt schnell, bevor Cletus zurückkommt. Austauschen. Diesmal nehme ich lieber beide mit. Nicht, dass ich durcheinander komme. Okay. Wenn das mal keine näher kommenden Schritte sind. Verdammt, das ist Cletus. Ich sollte mir langsam ein Versteck suchen. Teppichreiniger, nehmen wir mit. Boah, noch ein bisschen von diesem Fraß und ich hätte mir die Zähne putzen müssen. Es war ja klar, dass an einem solchen Ort niemand kochen kann. Gut, dass ich meine Champagnerkugeln mitgenommen habe, sonst würde ich glatt verhungern. Mhm. Mottenkugeln. Ein Rohr, das führt genau dahin, also können wir die Mottenkugeln... Dieser Teppichreiniger eignet sich ausschließlich zum Reinigen von Teppich und für chemische Experimente mit ungewissem Ausgang. Ist doch perfekt. Da haben wir eine Mutter. Hey, er benutzt dieselbe Zahnpasta wie der Guru. Kann man damit was machen? Okay. Nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Laut Warnhinweis dürfte das eine interessante chemische Reaktion ergeben. Oh Junge, das wird super. Hä? Wie jetzt? Kein Zischen? Keine Explosion? Naja, wenigstens riecht es gut. Irgendwie nach Blumen, Krumen, Schummel, Humen, Mumen, Sumen. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Okay. Nennen wir das... warum nicht? Ich habe sie ausgetauscht. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch... Entosaurus Zahnpast? Möglich, Entosaurus. Ich wusste, Zahnpasta ist... Okay. Ich wusste, Zahn... Ich habe sie... Gut, dass ich so... Dann gehen wir hier wieder. Ah, okay, der muss sich also erst die Zähne putzen und dann...
Jetzt ist er vermutlich den Spiegel wieder... Okay, der ist automatisch wieder zurechtgeschoben. Dann die Mottenkugeln da rein. Ja, bei allen schmecken noch keine Champagnerkugeln. Ich muss mir die Zähne putzen. Schnell, schnell, schnell. Mehr Kahnpasta. Das Zeug hätte doch längst wirken müssen. Oh nein, ich Dödel habe die Zahnpasta vertauscht beim Vertauschen. Ich habe mich quasi vertausche die tauscht. Und jetzt? Hallo. Wir müssen also die Bewegung nachmachen. Hm? Ah. Hä? Na ja. Aber... Oh. Das hier ist bescheuert. Ach, komm. Mit dem Drehen. Ich verstehe da nicht ganz, wo man da wie was machen muss. Aber... Anleitung. Was tut man nicht alles, um die Welt zu retten? Offenbar Zähne putzen. Rufus muss Kletos Spiegelbild spielen und mit Hilfe seiner unschlagbaren Imitationskünste die Zahnputzbewegung seines Doppelgängers nachahmen. Der Fall unten rechts hilft ihm dabei ebenso wie das Verdachtometer, das möglichst gut gefüllt bleiben sollte, damit die toll. Ach komm! Hä? Das ist ja mal ein Scheißspiel. Kleinere Bewegungen machen. Okay, verstehe. Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Bürste hauen sollen. Oh. Was? Komm! Oh, ja. War ich das etwa? Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh, oh. Herr Kletos, sind Sie da? Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Kein Problem. Kein Problem. Nee, gut, dass wir jetzt gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Was die Geldtasche ist. Hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen, Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich, Porzellan? Verdammt. Dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Das kann doch nicht wahr sein.
Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. Okay, haben wir hier sonst noch was? Nö. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, 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 ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Huch! Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. So, Tasche ausgetauscht. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Hey, Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch, Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das... Esther, ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oh so? Naja. Wir dachten. Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst. Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne? Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Wo ist er hin? Vorwärts, Abadali! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Gol, weg hier. Holzader-Ragu! Hey, halt! Stehen geblieben! Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Holzader-Ragu! Nicht doch. Das ist eine Verwechslung. Cool. Was machst du denn hier? Oh, oh. Hey, komm zurück. Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Okay. Stopp!
Fünf Türen, zwei Treppen und fünf Leute, die sich gegenseitig über die Flur jagen. Wie kann Rufus in diesem Wirrwarr nur dafür sorgen, dass sich Cletus und Donner auf dem Gang begegnen? Nur wenn er herausfindet, wie die Ausgänge zusammenhängen und nach welchem Prinzip sich die einzelnen Charaktere für eine Tür entscheiden, dann kann er das Chaos beherrschen. Okay. Also wir gehen jetzt einfach nochmal in Cletus' Zimmer. Goal scheint immer eins weiter zu gehen. Moment, Goal. Cletus. Dann heißt der Dings, keine Ahnung, sagen wir mal Offizier. Und die Verrückte. Dann haben wir diese, wie viele sind das insgesamt? 1, 2, 3, 4 und 2. 4 und 2. Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Aber Goal! Bleib doch mal stehen! Die wird jetzt wahrscheinlich wieder da rauskommen. Da kommt die Verrückte. Warten Sie! Goal läuft einfach immer nur da entlang. Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Doch, du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte! Nein, stopp! Ich... Hilfe! Hey, warte! Komm sofort zurück, du Memme! Aha. Ja, okay, geschafft ohne Sinn und Verstand. Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchel den Heuchler! Aber meine Dame! Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unserer Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut, wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu Ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Das macht er gar nicht so schlecht. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hossa, wer bremst, der verliert.
Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Boso. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Schlafen. Ja. Und an der Stelle mache ich jetzt einen Schnitt. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit der Reise nach Elysium. Bis denn.